Hallo Freunde der Klemmbausteine, willkommen auf meinem kleinen Kanälchen und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und jetzt kommt ein Karton. Und da ist sie, die formschöne Designverpackung aus China. Wir bauen heute gemeinsam das Pandlos U-Boot Set Nummer 628011, bestehend aus 6112 Teilen. Ich glaube, Minifiguren sind auch dabei. Ganz wenige Sticker, einige Prints. Wir werden gemeinsam Freude daran haben. Uiuiui, ist das ein Haufen Zeug. Unglaublich. Wir haben 6 Bauabschnitte, also 6 große Tüten. Den ersten habe ich schon hier vor mir liegen. Das bedeutet im Umkehrschluss, wir haben ca. 1000 Teile pro Bauabschnitt. Ich kenne da so Hersteller, wenn die ein 1000 Teile Set auf den Markt werfen, ist dieses 1000 Teile Set in 6 bis 8 Bauabschnitten aufgeteilt. Nur damit ihr mal so die Größenordnung erfassen könnt, in der wir uns hier bewegen. Ich muss also ein bisschen Platz schaffen. Ich haue jetzt die Tüten 2 bis 5 wieder vom Tisch, packe den ersten Bauabschnitt aus. Wir werfen einen kurzen Blick in die Anleitung, sprechen über ein, zwei Teile, die mir aufgefallen sind. Und dann geht der lustige Bau auch schon los. Ganz kurze Info. Tüte 1 beinhaltet wirklich Bauabschnitt Nummer 1. Tüte 2 beinhaltet lauter Sorten reine Teile. Eine ganze Menge davon zum Teil. Und Minifiguren und die Blades und einen wunderbaren Print. Gucken wir uns gleich an. Ab Tüte 3 haben wir dann 2 bzw. 3 Bauabschnitte in den Tüten verteilt, weil wir haben insgesamt nämlich 10 Bauabschnitte. Ja. Ich habe einen wunderbaren Print entdeckt. Ich zeige euch den mal kurz. Blende euch auch mal ein Foto ein, dass ihr ihn größer seht. Der Print hat einen Printfehler. Ja. Die haben hier es hinbekommen, aus U552 die U522 zu machen. Auch eine Leistung der ganz besonderen Art. Aber meine Güte, ansonsten, die Qualität von dem Print ist der Knaller. Ich habe hier gefunden so Torpedoluken-Prints. Ansonsten habe ich noch nichts weiter. Zu den Aufklebern komme ich gleich, die gibt es auch. Ansonsten eine schier unendliche Anzahl von Teilen, die jetzt dadurch noch erschwert wird, dass ich diese sortenreinen Teile noch irgendwo hinstelle, die ich jedes Mal wieder brauche. Aber das zeige ich euch gleich in der Anleitung. Ein kurzer Blick auf die Minifiguren. Ich werde sie nicht aufbauen. Wir haben hier Arme und Beine und Kopfbedeckungen. Und dazu hier die Minifigürchen. 17 Stück an der Zahl. Es gibt auch für jede Figur eine extra Aufbauanleitung in der Anleitung selbst. Deswegen gehe ich davon aus, dass jeder Print unterschiedlich ist auf diesen Figuren. Was ich schon mal sehr cool finde. Wenn jetzt der eine oder andere Print doppelt da ist, ist es auch nicht so dramatisch. Auf jeden Fall 17 Minifiguren sind mit dabei, gezählt und gecheckt. Dann haben wir hier Hose-Switches und Seil, Schnur. Ich gehe davon aus, dass das für die, ja, ich weiß es, dass es für die Takelage ist. Nennt man das Takelage? Ihr kennt das ja beim U-Boot. Ja, das Stahlseil, das von vorne über den Turm bis nach hinten gezogen wird. So, dann haben wir Aufkleber. 10 Stück an der Zahl. Ich sage euch jetzt schon, wir werden wesentlich mehr Prints wie Aufkleber haben. Ich weiß noch nicht, wo die hinkommen. Ich denke mal, es wird in der Anleitung erwähnt und dann sprechen wir nochmal drüber, ob das notwendig ist und schauen, ob wir sie anbringen. Ich gehe mal eher nicht davon aus. Die Anleitung. Ein paar Fotos. Das Set im Detail mit bisschen Text mit dabei, so eine kurze Beschreibung, wo was ist, was das sein soll, Maschinenraum, Torpedoraum, Dispatching Room, die Gesamtmaße, also 1,20 Meter lang, 13 cm hoch, ne, 13 cm breit, 29 cm, wow, ah, mit Sockel vermutlich, 29 cm hoch, cool. Dann geht es auch schon los mit dem Bau. 17 Minifiguren.
und wir bauen im ersten Abschnitt den Sockel. Wir haben das hier so erklärt bekommen, wir benötigen Tüte Nummer 1 und diese Teile aus dieser sortenreinen Tüte Nummer 2. Ja, da hat man Struktur, da weiß man, wo man dran ist. Ansonsten, ich blätter mal so ein bisschen vorher, ein Riesenschinken von Anleitung. Sehr cool gemacht. Wir haben nichts ausgegraut, sondern wir arbeiten hier, oder Panlos arbeitet hier mit einer verblassten Darstellung und roten Pfeilen. Uiuiui, da geht schon ganz schön was weg. Da seht ihr, Bauabschnitt, da sind wir jetzt, oh, eine Teileliste, ein ganz seltenes Ereignis. Coole Sache. Oh, das riecht so schön frisch gedruckt, sehr schön. Das macht Spaß hier, sehr übersichtlich. Also farblich kann ich eh nichts Wildes erkennen, davon mal ganz abgesehen. Was wir wissen, farblich ist, ist Deko oder sinngemäß. Und von daher ist das okay. Wir haben für die 6000 Teile 933 Bauschritte. Da sind wir bei etwas mehr wie 6, fast 7 Teile pro Bauschritt. Was auch nicht wenig ist. Ja, coole Sache. Wir fangen jetzt hier mit dem Sockel an. Im ersten Bauabschnitt. Ja, hier wären wir schon fertig. Da. Das bauen wir jetzt. Da kommt auch der schöne Print drauf. Und dann können wir schon anfangen, das U-Boot zu bauen. Coole Sache, oder? Ich habe den ersten Bauabschnitt abgeschlossen und schaut mal. Ein mega cooler Stand. Guckt euch mal die Fliesenqualität an. Sehr, sehr cool. Schöne Perlgold-Elemente, Fliesen in guter Qualität, mega stabiles, stabiler Stand. Da sind Technik-Brickrahmen drin, komplett durch. Genial, damit kann man eine Tür aufhebeln, wenn es sein muss. Sehr schön gemacht. Print vorne drauf mit den falschen Daten, hatten wir schon erwähnt. Dann haben wir den Bug des U-Boots gebaut. Das Ding ist massiv. Ihr könnt von hier hinten mal reingucken, da seht ihr die Torpedoschächte, komme ich gleich drauf. Sehr coole Rundungen, sehr coole Formen. Aber man kommt sich vor, als ob man Kobiset baut. Wir haben Bruchsteine, wir haben verschiedene Slopes und die Bautechnik, die Klemmkraft, die Qualität der Teile. Hier seht ihr, wie das alles glitzert und glänzt. Da sind noch meine Datsche jetzt noch drauf. Sehr genial. Man baut erst den Kern, dann setzt man die Seitenteile drauf, wie bei Kobi, bei den Kobi-Schiffen. Genau dieselbe Prozedur. Am Ende haben wir das Graue oben drauf gesetzt und ein bisschen Deko angebracht. Hier haben wir so ein komisches Teil, seht ihr das? Ja, komisches Teil, ja. Ein 1x1, eigentlich eine Käseecke mit einer Noppe drauf. Davon habe ich übrigens noch so gefühlte 200 Stück oder so. Cool. Schönes Teil. Mal gucken, was wir mit den anderen machen. Kann man schöne Schrägen verkleiden, Fliesen drauf. Das ist bestimmt mega cool. So, und dann haben wir diese Torpedoluken, übrigens Prinz. Ich brauche nur zwei davon. Zwei kann man zulassen. Wir haben diese Torpedos hier gebaut. Aus 2x2 Round-Bricks. Meine Farbe der Wahl wäre Dark Blue Grey gewesen. Ist halt hier blau. Die steckt man hier so rein. Die bleiben auch in der Position. Sie rasten sogar so ein bisschen ein an der Stelle. Das hat damit zu tun, also so ist die Darstellung in der Anleitung. Wenn man die reindrückt, gehen die Torpedoluken auf. Da kann man jetzt schwer reingucken, ist halt dunkel drin. Warum beide aufgehen, weiß ich auch nicht. Aber ist halt nur so cool gemacht. Torpedo wieder rein und dann bleibt das so. Es ist ja ein Modellding, man sieht es nachher eh nicht. Jetzt zum Bau werde ich es hier so ein bisschen einklemmen, damit der Torpedo nicht rausrutscht. Generell ist cool, dass wir den Stand schon gebaut haben. Jetzt kann ich das nämlich da so abstellen, während ich den nächsten Abschnitt baue. Der zweite Bauabschnitt hat uns jetzt einen kleinen Torpedoraum beschert. Und schau doch mal, von außen die Slopes setzen sich sofort. Es ist echt cool gemacht. Es sind einfach nur irgendwelche Fliesen durchgezogen. Man hat sich da designtechnisch ein bisschen was überlegt. Finde ich mega cool.
Und von außen haben wir hier einen Schott, der zum Torpedoraum geht. Kann man zumachen. Ist garantiert wasserdicht. Wow. Und der Torpedoraum an sich. Wir haben hier, was das Weiße hier ist, weiß ich nicht. Ich kann es euch nicht sagen. Das hängt auch direkt vor dem Schott. Ja, normalerweise ist es allerdings gerade. Also so schief ist es nicht. Ich weiß nicht, was es ist. Wenn es einer weiß, schreibt es mir drunter. An sich, irgendeine Deko ist das für mich. Fertig. So, dann haben wir hier so ein Ventilrädchen. Wir haben rechts und links so Roundteils, wo ein Print drauf ist. Wir haben zwei Barren, wo Prints drauf sind. Keinen besonderen Prints, aber halt irgendwas bedrucktes. Deko-Element, mega cool gemacht. Aber das Highlight, oder eins der Highlights dieses Torpedoraums, muss man ja sagen, wir können hier das Rote hochklappen in einem Stück. Dann haben wir so graue Klapptüren da unten drunter. Die kann man auch hochklappen. Und dann haben wir da ein Torpedo drin. Auf der anderen Seite übrigens genauso. Cool. Wenn das Schiff, Boot, wie auch immer, fertig gebaut ist, kommt man da nie wieder dran. Weil wir bauen jetzt gleich dieses graue Element da oben drüber und dann kommt man da mit nichts mehr rein. Das sind Technik-Bricks. Technik-Bricks zusammengefügt mit Pins. Dann haben wir hier so Blades dran mit Bruchstein festgemacht. Hier haben wir das Gegenstück, also so Blade mit Rail. Die wird hier reingeschoben. Und durch diesen kleinen Überbau hier haben wir hier eine Führung. Das ist echt Hammer. Fast ein Technik-Set, oder? So, und dann wird das hier reingesetzt. Und spätestens jetzt hat sich das erledigt mit dem Aufklappen da unten. Weil man kommt da nicht mehr dran. Mit dem dritten Bauabschnitt haben wir jetzt hier ein weiteres Modul gebaut. Und hier dran gesetzt. Mittlerweile wird es wirklich schwer und auch unhandlich. Ich glaube, die nächsten Module muss ich euch separat zeigen. Ich krieg's nämlich kaum noch gehalten. Wir haben gebaut, ja, so zwei Schlafplätze hier drüben. So ein Doppelbett. Dann haben wir hier so einen Nahraum. Ich habe ein paar Bilder gemacht, da ist es so dunkel drin, das war mir vorher klar, dass ich das nicht erfasst bekomme. Aber hier ist ein so Nahraum, zwei Sitzplätze. Hier drüben so ein bisschen Technik. Jede Menge Prints, unzählige Prints, das ist echt cool gemacht, muss ich sagen. Obwohl man das nachher nie wieder sehen wird, das ist der Knaller einfach. Es macht Spaß, das zu bauen. Hier drüben haben wir eine Toilettentür. Die mache ich euch gerade mal auf. Also die Tür ist sehr schwergängig, muss ich sagen. Und guckt mal, da haben wir sogar eine kleine Toilette drin. Das ist einfach nur cool. Sehr schön gemacht. Hier auch wieder Prints, Barometer, Druckmesser. Mega cool. Echt satt. Und hier seht ihr auch die 8 Prints, die habe ich auch auf der anderen Seite drin. Damit wird das verbunden. So, und dann habe ich hier so das obere Stock, so einen Aufbau gebaut, wie hier vorne auch. Damit wird das hier oben verbunden und nochmal zusätzlich stabilisiert. Dann kommen hier zwei dunkelgraue Fliesen, Gitterfliesen diesmal drauf. Steht so in der Anleitung, fragt mich nicht. Mit dem nächsten Modul haben wir jetzt hier sowas wie die Brücke gebaut, behaupte ich einfach mal. Also das hier könnte ein Periskop sein. Wir haben hier eine Leiter, die nach oben geht. Und sofern ich U-Boot-Filme bisher gesehen habe, ist das immer bei der Brücke gewesen. Es gibt wahrscheinlich weiter hinten oder vorne eigentlich noch mehr Ausstiege, aber die haben es halt hier bisher auf einen beschränkt. Aber ich habe ja noch ein bisschen Boot vor mir. Wir sind übrigens bei der Halbzeit angekommen, weil dieses Modul kommt in die Mitte. Ich habe hier Noppen gesetzt, laut Anleitung, und die passen genau beim Stand auf die Mittelkonsole. Genau hier drauf. So dass es halt nicht verschoben werden kann. Deswegen gehe ich von aus, das ist die Mitte. Wir haben wieder unzählige Prints. Ich zeige es euch mal so. Ich blende aber auch ein paar Fotos nebenein, die ich gemacht habe. Die müssen jetzt nicht zeitlich zu meinem Text passen. Deswegen, ich blende die einfach ein, damit ihr sie mal seht. Mega. So viele Details da drin. Das ist absolut klasse. Ich kann euch das gar nicht alles näher bringen. Dieses Video würde 4 Stunden dauern. Und hier von der Vorderseite haben wir wieder eine Luke. Hier oben haben wir auch Prints. Und hier unten seht ihr den grauen Stein da. Warte mal. Da. Ich habe ein Fehlteil.
Das ist so ein 1x1, ja, eine viereckige Hülse, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Eigentlich ist es ein Baurichtungsumkehrer, ein negativer Baurichtungsumkehrer, wenn man das genau nimmt. Und da fehlt mir eine in Blau. Ich habe einen grauen reingesetzt. Ist der einzige, den ich da habe. Ich hoffe, es fehlen nicht noch mehr. Ansonsten habe ich bisher auch eine gute Anzahl an Teile übrig, aber leider nicht sowas. Macht nichts. Man sieht es eh nicht mehr, wenn es angedockt ist, von daher vollkommen wurscht. Coole Sache. Hat mega Spaß gemacht. Das stecke ich jetzt mal da dran. Und das Ganze sieht dann so aus. Ich finde es einfach nur klasse. Das ist absurd stabil. Wobei ich bei dem Modul das erste Mal ein bisschen Probleme hatte beim Bauen, ist es nicht zu jedem Zeitpunkt stabil. Da muss man beim Andrücken von Teilen, die wir oben drauf sitzen, ein bisschen vorsichtig sein. Auch wenn man die Seitenteile dran klickt, dass man da innen drin nichts kaputt macht. Aber es sind Klemmbausteine, man steckt es dann wieder zusammen. Man lernt daraus und beim nächsten Mal ist man etwas vorsichtiger. Es funktioniert, ist jetzt nicht so, dass alles zerbröselt. Aber ich meine, bei dem Detailgrad, es ist absolut krass. Könnt ihr da reingucken? Ich weiß es nicht. Ja, ist vom Licht her, da kommt kein Licht rein. Es ist, ich kann es euch sagen, ich sehe es von hier, es ist genial. Es ist einfach nur genial. Mit dem fünften Bauabschnitt haben wir ein recht entspanntes Modul gebaut. Schaut mal, ich zeige euch mal von der einen Seite, könnt ihr reingucken. Da haben wir zwei Schlafplätze, auf der anderen Seite sieht genauso aus, das ist direkt gespiegelt. Ist dasselbe System, oben drüber haben wir so drei Fahrzeugtüren, die so Schränke darstellen sollen. Ja, die Besatzung muss ja auch ihr Zeug irgendwo unterbringen. Hier vorne haben wir dann wieder einen Shot mit schönen Prints. Auf der Seite eine Toilette, auf die man nur gehen kann, wenn der Shot geöffnet ist. Wenn der Shot zu ist, dann ist die Toilettentür nicht zu öffnen. Das heißt also, bei Wassereinbruch und geschlossenem Shot hat sich das erledigt mit Toilette. Dann hat man auch, glaube ich, andere Sorgen. Oder vielleicht bräuchte man sie gerade dann. Ja, ich lasse eure Fantasie freien Lauf. Hier haben wir eine kleine Kombüse gebaut. Zwei Plattenherd. Jetzt ist das hier so offen gestaltet, dass ich mir vorstellen könnte, dass es hier weitergeht mit dem nächsten Modul. Da bin ich mal gespannt. Ich weiß es nicht. Ich habe mir das U-Boot nirgendwo angeguckt in irgendwelchen Videos, damit meine Review möglichst objektiv ist. Und das Ganze stecken wir jetzt hier dran. Und das Ganze führt uns dann zu diesem Ergebnis. Rundherum wieder Fliesen dran zur Stabilisierung, oben drüber den aus Technikbricks gebauten Rahmen als Aufbau, Deckaufbau. Wir haben eine kleine Luke bei den Schlafquartieren, dass wir morgens auch schön lüften können. Ihr kennt das von zu Hause. Und jetzt setzen wir da gleich das nächste Modul hinten dran. Mit dem sechsten Bauabschnitt haben wir einen Maschinenraum gebaut. Also im Prinzip 80% von dem Maschinenraum ist ein riesiger Diesel in Jadegrün. Ja, obendrauf sollen diese Aufkleber drauf, die habe ich nicht angebracht. Ja, weiß nicht, ob die Slopes nicht bedrucken konnten. Unten haben wir allerdings auch, ich glaube, 80 auf jeder Seite, 16 bedruckte 1x2 Fliesen. Und der ist ein bisschen kleinteilig zu bauen. Ganz ehrlich, das ist ein bisschen fuddelig, aber das Ergebnis ist cool. Leider ist Panlos hier nicht den Weg gegangen, einfach beide Seiten gleichzeitig zu bauen. Also jeder dieser Dieselreihen besteht aus 5 oder 6 Modulen und die werden einzeln gebaut. Und wenn man die fertig hat, baut man die andere Seite und die baut man ganz genauso. Ja, schade. Wäre ein bisschen einfacher gewesen, gleich alles zu bauen, aber gut. So hat man sich halt da durchgekämpft. Ich zeige es euch schon mal von hier. Der Boden ist mit Gitterfliesen bedeckt. Sehr coole Sache. Und von der Seite haben wir einen Shot. Das sieht jetzt so ein bisschen schepp noch aus, weil ich das extra so gemacht habe, dass ihr mal reingucken könnt. Also erst gucken wir mal hier rein. Da sehen wir auch jede Menge bedruckte Sachen. Round Tiles, 1x2 Fliesen. Hier unten haben wir noch einen Round Tile. Und hier ist die Rückseite von der Bordwand mit dem Shot. Noch ein Print. Alles Tutti. Ich finde das cool. Wird hier so drauf gesteckt. Und dann haben wir das so. Das heißt aber auch im Klartext, dass die Kombüse, die hier hinten aufhört, mit dem 2-Plattenherd direkt an dem direkt an den Maschinenraum mündet. Und also die armen Seeleute da,
Ich weiß nicht, wie der die mit zwei Platten versorgt. So sieht das dann aus, wenn ich das Modul da dran gesetzt habe. Und schau doch mal. Das also, mittlerweile ist das schon ein ganz schöner Klotz. Alter Schwede, ist das riesig. Echt cool. Und mittlerweile haben wir auch, unten seht ihr die Noppen, mittlerweile so viel Gegengewicht, dass ich das jetzt auch so da drauf setzen kann, wie das vorgesehen ist. So, jetzt habe ich hinten noch so ein bisschen Platz, da kommt jetzt noch das Heck dran. Und dann muss ja irgendwo noch ein Turm hin, oder? So ein U-Boot hat doch auch einen Turm. Da bin ich mal gespannt. Mit diesem Bauabschnitt, das war der 7., haben wir jetzt angefangen, das Heck zu gestalten. Das fing so an wie die 5 Module zuvor, mit Reverse-Tiles und Bricks und die Slopes dran gemacht. Dann haben wir innen drin, ich vermute mal, einen hinteren Torpedoraum gestaltet. Wir haben auch hier jede Menge Prints drin, Barometeranzeigen, Ventile, das bedruckte Schott. Das hatten wir, glaube ich, schon dreimal oder so. Von der Seite halt der Eingang, damit kommt es ans U-Boot dran. Und hier hinten haben wir diese Antriebssektion. Ich zeige es euch kurz von unten. Schöne Kurven gestaltet. Echt mega stabil. Also ich kann es auch hier hinten anfassen, ist gar kein Problem. Wenn das U-Boot von 1 Meter Länge dran ist, wird es natürlich zum Problem. Man packt es dann auch nicht da an. Flat-Silber Antriebseinheit. Sieht richtig cool aus. Diese Messingschrauben auch. Ich habe hier hinten eine 4er Achse eingezogen. Hier sind jeweils rechts und links so 3/4 Pins dran. Hier haben wir dieses Element, das wir von den kleinen Fahrzeugen aus City kennen, wo man die Räder dran befestigt. Und die werden halt nur auf die 3/4-Noppe gesteckt. Dementsprechend war das nicht ganz so stabil, wie ich mir das gewünscht habe. Also habe ich einfach eine 4er Achse durchgezogen und habe die Dinger dran gesteckt. Jetzt ist es das Letzte, was abfällt von diesem U-Boot, ist dieses Höhenleitwerk. Heißt das Höhenleitwerk? Ich weiß es nicht. Also, ihr wisst, ihr kennt das Prinzip. Es ist dasselbe Prinzip wie beim Flugzeug. Es ist eigentlich ein Höhenruder. Es müsste ein Höhenruder sein. Schreibt es mir drunter. Ja, mega cool. Jetzt bauen wir das hier fertig. Mit dem 8. Bauabschnitt. Der ist wieder relativ umfangreich. Und da bin ich mal gespannt, wie wir das hier zu Ende gestalten. Wir haben jetzt den Rumpf abgeschlossen. Also abgesehen von der Verkleidung oben. Schaut euch mal das Heck an. Diese Form, diese Slopes, diese Verkleidung, da steht Kobi in nichts hinterher, in gar nichts. Weder in der Klemmkraft noch in der Qualität, in der Farbtreue. Ich habe keine einzige Farbabweichung bisher gesehen. Ich finde es absolut mega cool. Schaut euch mal dieses filigrane Untergestell hier an. Wir haben jetzt auch noch ein Seitenleitwerk hingesetzt mit dieser Hose Ridge. Bin ich jetzt nicht so der Freund von, aber gut, ist halt da. Hätten wir vielleicht noch ein bisschen gerade ausrichten können. Ja, mega coole Geschichte. Und wir haben hier eine Klappe, einen Torpedo. Der verschwindet hier drin. Jetzt habe ich innen drin die Klappe aufgestoßen. Und dann ist er da drin. Supi, oder? Das stecke ich jetzt hier dran, dann haue ich da noch ein paar die Verbindungsstücke drauf, wie bei den anderen Modulen auch. Und dann kümmern wir uns wahrscheinlich hier um diese Abdeckung. Ich habe das Bötchen abgeschlossen. Und zwar habe ich das am Freitag bei Let's Brick im Livestream gemacht. Das hat sich so ergeben. Und wir haben in der Tat hier neben die Module mit den Drucklufttanks gebaut, rechts und links. Und oben den Turm, der ist mega cool. Eine kleine Kanone hier vorne und Deko-Elemente angebracht. Dazu noch ein vorderes Ruderleitwerk, um den Neigungswinkel zu ändern. Kurze Info zu den Modulen. Die sind von der Basis her alle gleich, und zwar 5 Stück auf jeder Seite. Das untere Element war ja schon am Boot dran. Wir haben also gebaut dieses Graue und haben diese Drucklufttanks hier drauf gesetzt. Unzählige 2x3 Fliesen, mega cool. Man baut die separat, man baut jedes Modul einzeln, man baut erst auf jeder Seite eins für die Grundbasis hier vorne und dann baut man ein Modul nach dem anderen, dreht das Boot um und baut dann auf der anderen Seite. Das hat einen gewissen Heimwehfaktor, weil wir haben hier überall einmal 1 Blades und einmal 1 Noppen drin, oben drüber die Käseecken mit Noppe oben drauf, Heimweh. Ich bin hingegangen, habe mir die Module alle vorgebaut. Ich habe das Graue hier bis zu den
bis zu den Käseecken, also inklusive den Käseecken, komplett alle vorgebaut und habe dann je nach Bauschritt dann immer nur oben die Deko draufgesetzt und die Drucklufttanks dran gemacht. Das war dann deutlich entspannter, da hatte ich ja diese, es hat was von Kettenknüpfen, ganz ehrlich, es waren einfach zu viele. Aber okay, die Optik entschädigt das. Ja, und wenn man das dann gebaut hat, steckt man das hier drauf. Es ist auch in Anleitung beschrieben, dass man erst das Modul abnimmt, das man hier rausziehen kann. Und dann steckt man das zusammen und steckt es zusammen drauf. Da ist jetzt eine Blade unten hängen geblieben, ist jetzt nicht weiter dramatisch. Und dann haben wir das da drauf gesetzt. Danach habe ich den Turm gebaut. Der ist auch aus mega coolen Teilen, kleines MG oben drauf, aus dem Spritzgussrahmen. Und ein paar Schnürchen, die ich allerdings nicht verknotet habe, das kann der Thomas selbst machen. Ja, zeige ich euch gleich aus einer anderen Kameraperspektive, sieht man es besser. Das dient jetzt nur dazu, dass ich euch die Optik komplett zeigen kann. Und dann wäre das Bootchen auch schon fertig gewesen. Fand ich mega cool. Und ich schalte jetzt mal die Kamera um und wir schauen uns dann im Fazit das Ding, soweit es geht, komplett an. Es ist schwierig bei der Größe. Da hätten wir sie, die U552 aus dem Hause Panlos. Mega cooles Set. Ein Riesending. Diese Teilchen habe ich übrig. Ein paar. Gefehlt hat mir eine graue Gitterfliese, dunkelgraue, und eine 1x1 x 3 Viertel Baurichtungsumkehren eckig. Bei über 6000 Teile ist das eine gute Bilanz. 10 Aufkleberchen dabei, davon 8 Stück für die Slopes im Motorenraum und 2 Stück nochmal irgendwelche Deko irgendwo, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, zu vernachlässigen. Sieht trotzdem toll aus. Die Anleitung ist an sich gut, vom Bau her gar keine Probleme, alles gefunden, alles zu erkennen, jede Farbe, alles supi. Das Format würde ich ändern, das ist zu groß. Wenn man das aufklappt, habe ich hier in DIN A3 Schinken auf dem Tisch liegen. Das ist ein Viertel von meinem Tisch. Das finde ich ein bisschen... Man wollte wahrscheinlich was Großes zu dem großen Set. Wir haben ein paar Tüten übrig. 6000 Teile, 10 Bauabschnitte, das ist das Ergebnis. Ich wüsste nicht, wie man das besser machen sollte. Von daher, okay. Das Set ist cool. Der Bau war wunderbar, es hat Spaß gemacht, obwohl sehr viel Wiederholung dabei ist. Sie versuchen in ihren Anleitungen, oder versuchen in der Anleitung ein bisschen Abwechslung reinzubringen, indem sie ähnliche Bauschritte bei den Modulen anders aufbauen, damit man gefühlt eine Abwechslung hat. Aber im Prinzip baut man halt sehr oft dasselbe, ist klar. Ist beim Eiffelturm, beim Empire State Building und bei allen Sachen, die einfach über eine gewisse Größe gleich aussehen, weiß man vorher, dass das halt eine Wiederholung ist. Wir haben hier Hochswitches dran, die finde ich ungünstig. Sowohl hinten am Heck, um das Ruder zu umwandeln, sowie auch hier oben an der Brücke, um diese Railing darzustellen. Vielleicht hätte ich sie mit dem Föhn oder so warm machen müssen. Ich habe die nicht ganz in Form bekommen. Hier hängt sie auch nicht in der Klammer drin. Wenn ich sie versuche zu formen, springt mir hier an der Brücke das Seitenelement raus. Und hier habe ich auch ein bisschen zu kämpfen gehabt. Das hat mir permanent die Dinger hier hochgezogen. Die sind sehr, sehr steif, die Hostwitches. Hier haben wir so zwei Gummidinge. Wahrscheinlich sind das Pneumatik-Schläuche. Ja, sieht schön aus. Die Schnürchen habe ich nicht festgeknotet. Die habe ich nur mal so reingehängt, damit ihr seht, wie das aussieht, so ungefähr. Und habe hier ein paar von den Satzteilen einfach genommen, habe es zusammengeklemmt. Das gehört natürlich nicht dahin, ist klar. Hier haben wir noch ein kleines, ja, was ist das? Flakgeschütz, eine Kanone. Die man auch nur so, kann eigentlich keine Flak sein, sie kann nur nach vorne schießen. Boah. Gut, Deko halt. Wir haben vorne ein Ruder, hinten ein Ruder. Bei dem hinteren Ruder habe ich eine Bar eingezogen, damit das Ganze etwas stabiler ist. Bei dem vorderen Ruder habe ich eine Noppe in das Schiff reingetan. Das hängt hier neben an dem Außending und innen drin ist es komplett freidrehend. Das sah doof aus. Da habe ich eine Noppe genommen. Auf meiner Seite habe ich sie in Zen Blue. Auf der anderen Seite hatte ich noch eine dunkelgraue, es war nur eine Sendblumennoppe übrig und ich habe auch keine im Fundus. Ja, ist halt so. Die Bautechniken, also abgesehen von der Front und vom Heck, haben wir in der Mitte hier 5 Module, die wir bauen.
Und vom Rumpf her ist das sehr ähnlich am Anfang. Wir bauen mit Reverse-Tiles und großen Bricks, bauen wir in Kiel. Da hauen wir jede Menge Noppen Slopes dran. Dann machen wir Plates drüber. Dann machen wir Bricks drüber, beziehungsweise in zwei Modulen haben wir auch einfach diese Schatzkisten genommen, haben sie drüber gesteckt. Kommen wieder Plates drüber, die Deko kommt drauf, der Innenausbau kommt, dann ziehen wir die Wände mit Brackets hoch, machen von außen die Fliesen dran und dann ist das Modul fertig. Oben drüber wird es dann mit Technik-Brick-Rahmen stabilisiert und das zieht sich halt durch alle fünf Module. Natürlich ändert sich die Innendeko, aber außenrum, ihr seht es ja selbst, es ist halt einfach dasselbe. Am Ende von jedem Modul haben wir hier oben eine Plate Modified mit zwei Noppen. Die werden halt zusammengesteckt und dann kommen diese Bars hier drüber, Barren hier drüber. Hätte ich anders der gemacht. Die Plate Modified weg, die Bars weg und einfach eine 4er Fliese drauf geklatscht. Und ich hätte es genauso stabil. Und es würde optisch halt glatter aussehen. Hätte allerdings den Nachteil, dass ich nicht auf Anhieb weiß, wo ich das Modul auseinandernehme. Zum Auseinandernehmen ist das natürlich hier die bessere Möglichkeit. Man zieht die Bars ab, unten die Reverse-Teile, die Barren ab, unten die Reverse-Teile, dann zieht man das auseinander. Ist übrigens verbunden mit jeweils 8 Pins. Braucht ein bisschen Kraft, um das rauszukriegen. Ja. Zu meckern gibt es an dem Set an sich nichts. Also wie gesagt, außer die Hose-Ridges, was ich bemängele. Ansonsten finde ich es echt cool gemacht. Auch die kleine Brücke hier oben, das Türmchen haben wir cool gemacht mit dem Periskop. Es ist sogar ein Eingang vorhanden, also unten das viereckige Loch geht hier drauf. Es ist echt, das ist fast bespielbar, würde ich sagen. Wir haben 17 Minifiguren dabei, die liegen hier hinter mir, wenn ihr meine Schulter guckt. Habe ich nicht aufgebaut, gebe ich dem Besitzer des Sets so mit. Wir haben in der Anleitung auch, zu jeder Funktion haben wir da ein Bild, eine Anleitung. Also, dass man die Ruder bewegen kann, dass man das Maschinengewehr hoch und runter bewegen kann, dass wir hier Luken haben, die wir aufmachen können. Das ist alles beschrieben. Die Torpedos, ach, gar nicht erklärt. Wir haben einen Hecktorpedoraum. Ja, jetzt habe ich gerade hier das Ding abgerupft. Klar. Das kann man hier so runterklappen, da ist ein Torpedo drin. Ich kriege es nicht gedreht, dann muss ich mich da hinten ans Fenster setzen. Und wir haben vorne zwei Torpedo-Abschussdinger. Was kriege ich das so auf? Na, ein. Ihr wisst Bescheid. Ich ziehe es mir da. Und da sind auch jeweils Torpedos drin. Wir haben auch zwei Torpedos im Lager. Einen oben an der Schiene zum Nachfüllen. Es ist schon dafür, dass man davon nichts sieht. Und ich denke mal, 99% der Menschen, die das Ding kaufen, stellen das so ins Regal und fertig. Vielleicht machen sie noch ein, zwei Sachen ab, dass wir reingucken können. Dafür ist der Innenraum sehr, sehr liebevoll gestaltet, komplett durch. Sehr, sehr viele Prints. Die Rabenfrau hat gestern recherchiert. 107 Prints, wenn ich mich recht erinnere, sind in dem Set dabei. Alle im Innenraum, bis auf die Fliese hier vorne, die zwei Stück. Und sehr, sehr liebevoll gestaltet. Wunderbares Set. Unglaublich, also wirklich cool. Im Prinzip hätten wir einfach den Rahmen gebaut und hätte es hingestellt. Wie gesagt, es steht so da und hätte innen drin gar nichts machen müssen. Für den Bauer ist das natürlich unglaublich cool, das da drin zu bauen. Ich kann das Set nur empfehlen. 130 € auf dem chinesischen Markt inklusive Versand für über 6000 Teile in diese super Qualität. Klemmkraft super, Farbtreue super. Es gibt ein, zwei Sachen, seht ihr das hier an den anderen Seite, an den Slope, die hängen nur auf zwei Noppen hier oben und die spreizen sich auch so ein bisschen. Ja, ach, um Gottes Willen. Auf der Seite sieht etwas schöner aus, aber hier, die gehen ganz leicht ab, sie hängen nur hier oben auf den zwei Kanten. Ah, da hätten wir vielleicht vorne noch was verbinden müssen, aber sie fallen jetzt nicht runter, weil einer es schief anguckt. Ja. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit dem Set. Ein Riesending. Ich habe nur eine kleine Bildershow diesmal hinten dran gesetzt. Ein bisschen Musik untermalt, weil ich die Musik so cool finde. Ich hoffe, YouTube lässt das durchgehen. Ansonsten muss ich sie leider wegnehmen. Wir schauen mal. Ich wünsche euch einen schönen Tag.
allzeit gute Fahrt und denkt immer dran, Klemmsausteine verbinden.